10. Geburtstag von Konrad Zuse fällt mir sehr viel zu ihm ein. Ich habe in Hoyerswerda seinen Schulweg gesehen, der sehr meinem auch ähnelte, an einem Wasserlauf entlang, dessen Ufer mit Erlen bewachsen waren. Und dann habe ich ihn getroffen, anno 52, bei einer großen Konferenz an der TH Aachen. Ich war noch junger Student und er berichtete von seinen Relais-Rechnern, weil er hatte seine ganzen Unterprogramme auf Drehwählern, die sieht man hier nicht im Hintergrund, und das Rechenwerk war mit Spezialrelais aufgebaut. Als ich dann mit dem Studium anno 55 fertig war, sehe ich zufällig eine Annonce auf dem schwarzen Brett hängen, dass Herr Dr. Zuse jemanden sucht, und ich gehe zum Professor und sage: Ist denn das was da, den Dr. Zuse? Ich würde da gerne hingehen, aber der macht ja diese Relaisrechner. Nein, sagt er, er sucht jemanden für Röhrenrechner zu bauen. Und ich habe da 5 Jahre gearbeitet, habe diese Maschinen mit dem Trommelspeicher, der hier nebenan steht, gebaut, mit Kernspeichern und mit einer ganz neuen Technik. Und wir haben uns dann aus den Augen verloren, habe andere Aufgaben verfolgt. Und als die Firma Zuse schon in die Hände von Siemens gelangt war, wurde 50 Jahre Erfindung des Computers gefeiert. Siemens hat die Feier ausgerichtet und er kam dann bei mir vorbei und frug: Was machen Sie denn? Ich sage: Ich bin jetzt Patentanwalt. Ja, sagt er, das sind die einzigen Leute, die ich kenne, die mit Patenten Geld verdienen. Genau, wir sind jetzt hier im Deutschen Technikmuseum in Berlin und stehen an der Z1, also die Rechenmaschine, die Konrad Zuse 36 bis 38 im Original gebaut hat, die dann hier aber im Bombenkrieg zerstört wurde. Und die Kräfte, die über diese Maschine quasi wirken müssen, damit die Rechnungen durchgeführt werden können, sind so stark, dass eigentlich die Bleche sich mehr oder weniger verbiegen müssen. Und in dem Moment, wo Konrad Zuse dann starb, war niemand mehr hier, der sozusagen nachvollziehen konnte, an welcher Stelle letztlich der Bug ist. Der große Wert dieser Maschine liegt eigentlich darin, also auch didaktisch, den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie Computer überhaupt funktionieren. Also dass man einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes eine Computerarchitektur hat, auf die man drauf schauen kann, wo man eben einzelne Bereiche auch wirklich materiell herausheben kann. Und das funktioniert einfach mit der Z1 insofern noch besser als mit anderen Computern, weil dadurch, dass wirklich so die Eingabe und die Ausgabe und das Programm und die Speicher und der Prozessor so klar voneinander getrennt sind, kann man eben hier einfach sehr viel zeigen. Man kann diesem Gerät ja auch zuhören. Es rechnet laut. Konrad Zuse baute die Z1 von 1936 bis 1938 mit Hilfe seines Vaters und einigen Freunden im elterlichen Wohnzimmer zu Berlin auf. Tausende von Blechteilen mussten dafür in mühevoller Kleinarbeit mit der Laubsäge ausgeschnitten werden. Weil er selbst etwas knapp bei Kasse war, bekam er dabei auch finanzielle Unterstützung. Zum Beispiel von seiner 2 Jahre älteren Schwester Liselotte. Am Ende brachte die Z1 rund 1 Tonne Gewicht auf die Waage und war die erste frei programmierbare Rechenmaschine der Welt, welche Fließkomma-Arithmetik und ein binäres Zahlensystem verwendete. Leider funktionierte das komplexe Werk nicht ganz zuverlässig und klemmte immer wieder mal. Schließlich wurde die Maschine dann 1943 im Berliner Bombenhagel zerstört. Mithilfe moderner Methoden baute Konrad Zuse den Rechner dann von 1986 bis 1989 ein zweites Mal. Diesmal leicht verändert mit 30.000 exakt ausgeschnittenen Blechteilen. Nach mündlicher Überlieferung wurden mit dem Nachbau dann zahlreiche Berechnungen erfolgreich durchgeführt. Trotzdem gab es auch mit der zweiten Version immer wieder mechanische Probleme. Und schließlich konnte nach dem Tod von Konrad Zuse endgültig keiner mehr die Maschine vollständig zum Laufen bringen.
Also die Z1 besteht im Wesentlichen aus zwei großen Teilen, dem Speicher da hinten und das Rechenwerk dort. Der Speicher, das sind drei Blöcke mit 7 Bit im Original, a 64 Worten. Zwei von den Blöcken sind zusammengefasst zum Mantissenspeicher und der eine bildet den Exponentenspeicher, adressiert wird er mit 6 Bit. Das kann man im Opcode der Z1 sehen. Aha. Die drei Stangen, die adressieren Schichten innerhalb des Speichers, die werden mechanisch dekodiert. Aha. Und dann kommen hier über diesen Bus die Bits raus. Im Moment ist die Maschine reparaturweise vom Speicher getrennt. Aha. Die Bits sind hier an diesen Kreuzungspunkten, da sieht man Stifte, also ich würde mal sagen, das sind überall Nullen drin. Ja, weil die unten stehen, die Stöpsel. Da gibt es einen Stöpsel, der oben steht. Ich suche gerade einen. Hier sieht man zwei Bits gesetzt, und zwar sind da diese Knubbel oben. Und rechts daneben sind sie. Und rechts daneben sind sie unten, das sind dann die Nuller-Bits. Ja. Und im Allgemeinen ist hier fast alles Null. Was man eben noch sieht, ist, dass 8 Worte in 8 Ebenen übereinander liegen. Ja. Und da wird also zusätzlich zu der Zeile wird dann noch eine Ebene ausgewählt. Es sieht halt echt spacig aus. Entschuldigung. Aber die Maschine sieht doch wirklich genial aus, oder? Trotzdem wollen wir uns kurz auf ihre Funktionsweise konzentrieren. Der Speicher der Z1 besteht aus 3 großen Blöcken. Mit jeweils 8 Schichten. Jede Schicht fasst 8 Zeilen mit jeweils 8 Bit. Also können insgesamt 8x8x8x3 Bit bzw. 192 Byte gespeichert werden. Die Z1 arbeitet mit normalisierten Fließkommazahlen und kann pro Zeile genau eine davon abspeichern. Dabei ist das Format plus minus b mal 2 hoch a, wobei bei dem Nachbau b eine Mantisse mit 2 mal 8 Bit plus 1 Bit Vorzeichen und a ein Exponent mit 7 Bit ist. Zur Veranschaulichung der Codierung nehmen wir nun die Zahl plus 1,75. Das positive Vorzeichen wird als 0 kodiert. Die Mantisse wird durch eine Summe von Zweierpotenzen gebildet und ergibt dann binär 1,11. Weil die führende 1 bei normalisierten Fließkommazahlen nicht abgespeichert werden muss, übernehmen wir nur die Stellen nach dem Komma in die beiden 8-Bit-Zellen der Mantisse. 1,75 mal 2 hoch 0 ist 1,75. Also ist in unserem Beispiel der Exponent die 0. Und unsere Zahl ist somit vollständig beschrieben. Übrigens nannte Konrad Zuse damals diese Fließkomma-Kodierung noch halblogarithmische Darstellung. Es war ursprünglich geplant, die Maschine von Hand betreiben zu können. Und es hat sich aber herausgestellt, dass das sehr viel Kraft erfordert. Und aus dem Grunde gibt es hier einen Elektromotor. Das ist also ein Industriemotor, wo man dann also auch noch ein paar Korrekturen gemacht hat. Zum Beispiel beim Anlauf, da musste man noch eine Rutschkupplung einbauen, damit das nicht zu ruckartig geht. Die Eingabe kommt über den Lochstreifen. Und das ist so ein Filmlochstreifen? Das ist ein Film, das ist was ganz Eigenes. Lochstreifen waren ja zu der Zeit, als die Maschine entstanden ist, noch in Gebrauch. Das heißt, die Geräte waren teuer. Und Konrad Zuse hatte die Maschine größtenteils aus privaten Mitteln finanziert. Er konnte sich das nicht leisten. Ah. Und dann sieht man hier auf der Seite 1, 2, 3 und da unten nochmal 1, 2, 3. Das sind die 6 Bits, die den Opcode bestimmen, also die auswählen, ob die Maschine addiert, multipliziert oder so weiter. Und das ist ja auch hier beschriftet, da Operation 0, Operation 1, 2, 3. Ja, okay. Die gehen dann hier in das Steuerwerk rein und werden da drinnen dekodiert in die einzelnen Funktionen. Aha. Teilweise werden die Bits als Adressen verwendet. Also es gibt einen Ladebefehl und einen Abspeicherbefehl, der wird in die zwei höchstwertigen Bits des 8-Bit-Worts kodiert. Und dann sind da die Adressen drinnen enthalten. Und die Rechenoperationen, die sind in niederwertigen 6 Bits kodiert. Das heißt also, die Information läuft einmal in die Speicherdekodierung und einmal hier in das Steuerwerk. Das sitzt hier. Okay.
das praktisch die Befehle als solche dekodiert. Und dann ist hier die Mikroprogrammsteuerung an dieser Stelle. Das heißt, jeder einzelne Befehl wird in 86 Worte Mikroprogramm zerlegt. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt hier diesen Filmstreifen, das ist Programm drauf. Ja, genau. Und diese Information wird mechanisch verstärkt, dass man im Prinzip die Löcher in Kraft umsetzt, genau, mehr oder weniger. Genau. Und dann geht es ins Steuerwerk, was man da das ist. Ja, das sind diese Stangen, die gehen dann mechanisch rein ins Steuerwerk. Und da wird es dekodiert. Das da drinnen dekodiert. Mhm. Also es gibt die Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, mhm, und dann hoch übersetzen und runter übersetzen. Also eine Ausgabe. Und da brauche ich auch wieder ein eigenes Mikroprogramm. Wenn ich also Dezimalzahlen in die Maschine eingebe, dann muss ich multiplizieren und addieren. Das ist eine Polynomentwicklung und das Gleiche gilt also für die Ausgabe, die hier über solche Bleche geschieht. Man sieht hier die 5 und da die 0. Das ist natürlich eine Fehlfunktion an der Stelle. Ach, das aussieht wie so eine Jalousie. Genau. Ach was. Und da stehen dann die Zahlen als Ergebnis. Drauf, ja. Und zusätzlich hat die Maschine ja auch noch eine Komma-Eingabe. Das heißt, bei der Ausgabe verschiebt sich hier der Kommazeiger. Mhm. Und bei der Eingabe muss ich drüben das Komma einstellen. Also wenn ein Eingabebefehl kommt, dann hält die Maschine an. Und dann schiebe ich hier die Zahlen mit diesen Schiebern rein. Okay. Da sieht man auch, dass hier die 0 beispielsweise gezogen ist. Mhm. Und da ist die 6 gezogen und da ist die 5 gezogen und da ist die 4 gezogen. Also 0, und dann betätige ich den Hebel 6, weiterrechnen 5, und dann läuft ein 4. Mikroprogramm ab, was dieses Polynom berechnet und dann hier in die Mantisse rein addiert. Das Rechenwerk, das besteht aus 8 Schichten, deswegen ist das sehr klein. Also die Maschine hat 2 Auffangregister für den Speicher, wenn die leer sind und ich gebe den Befehl lese aus dem Speicher, dann wird ein Wort in das Register 1 geladen und dann mache ich nochmal einen zweiten Ladebefehl, dann habe ich die Information im Register 2 und danach starte ich erst die Rechenoperation. Das heißt, ich habe 2 Loads und dann ein Add. Genau, ja. Ja, also hat man das Speicherwerk, wir hatten die Eingabe mit den Filmstreifen, wir haben den Motor, wir haben das Steuerwerk, wir haben die Ausgabe mit den Jalousien und die Eingabe mit diesen Einstellschiebern. Ja. Dann haben wir das Rechenwerk mit Floating Point, eigenes Format von Konrad Zuse, erster Floating Point Rechner des bekannten Universums. Und dann gibt es da hier den Verteiler, der dafür sorgt, dass beim Laden eines Wortes aus dem Speicher nacheinander in das erste oder ins zweite Register geladen wird. Also sorry, wenn ich dich nerve, aber... Ja. Wir sollten das Ganze nochmals kurz zusammenfassen. Konrad Zuse hat die Z1 bereits sehr modular aufgebaut. Über einen Lochstreifenleser wird das Programm abgetastet. Die Instruktionen werden vom Steuerwerk dekodiert und in kleinere Mikrobefehle aufgeteilt. Zusammen mit dem Rechenwerk können arithmetische Operationen wie zum Beispiel Addition oder Multiplikation realisiert werden. Daten können über einen Bus vom Speicherwerk ins Rechenwerk geladen und auch wieder zurückgeschrieben werden. Zum manuellen Einlesen von Zahlen gibt es das Eingabewerk mit den Schiebern. Und zum Anzeigen von Ergebnissen wird das Ausgabewerk mit der Blechjalousie verwendet. Im Folgenden gehen wir noch etwas genauer auf die Funktionsweise der verschiedenen Z1-Maschinenbefehle ein. Das Rechenwerk verfügt über die Register R1 und R2. Fließkommazahlen können mit einem Ladebefehl über den Bus vom Speicher in die Register übertragen und mit einem Speicherbefehl auch wieder zurückgeschrieben werden. Die Mikroprogrammsteuerung realisiert zusammen mit dem Rechenwerk Befehle für die 4 Grundrechenarten, welche jeweils auf den beiden Registern operieren. Schließlich gibt es noch einen Eingabebefehl, um eine Zahl über die Schieber in ein Register zu laden und einen Ausgabebefehl zur Ergebnisdarstellung auf den Blechlamellen. Die beschriebenen Maschinenbefehle werden dann in 8-Bit kodiert und zu einem Programm zusammengefasst, welches der Lochstreifenleser Befehl für Befehl abtastet und dann sofort zur Dekodierung an das Steuerwerk bzw. zur Adressierung an das Speicherwerk weiterleitet. Übrigens nannte Konrad Zuse das Programm damals noch Rechenplan.